Ja. So, naja, das heutige Thema ist Karl Ritter von Geger. Und warum Karl Ritter von Geger? Wo haben wir jetzt die Brücke von Karl Ritter von Geger zu Mähren? Und bei Karl Ritter von Geger gibt es einen ganz lustigen, oder ganz lustigen, eigentlich eine traurige Geschichte. Karl Ritter von Geger hat gelebt 1801 bis 1860. Und wie er 1860 in der Roten Turmstraße gestorben ist, ist er eigentlich familiär völlig allein gewesen und ihn hat seine Haushälterin gefunden. Und die Haushälterin hat eine Pate aufgesetzt. Und in dieser Pate, das ist dann in der Presse erschienen, hat sie alle seine Titel aufgefüllt. Und einer seiner Lieblingstitel war Ehrenbürger der Hauptstadt Brünn. Und warum wir jetzt eigentlich hier sind, weil Brünn nicht mehr die Hauptstadt ist. Ne? Und unser Freund, der Herr Karl Ritter von Geger, wird sich jetzt wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er erfahren würde, wie das möglich war, dass jetzt nach all diesen Bewegungen, die passiert sind, auf einmal Brünn nicht mehr Hauptstadt ist. Ne? Jetzt fangen wir mal von vorne an. Also Karl Ritter von Geger, 1801, 1860, ist 59 Jahre alt geworden. Und jetzt wird es lustig. Er ist geboren worden 1801, genau zu einer Zeit, wo Venedig österreichisch war. Wie ist Venedig österreichisch geworden? Indem es 1797 Napoleon mit Kaiser Franz gegen Belgien getauscht hat. Also Kaiser Franz tauscht mit Napoleon Venedig ein. Und genau zu dieser Zeit wird in Venedig ein Bube geboren und hat aber einen österreichischen Pass, weil damals Venedig zu Österreich gehört hat. Und wenn man das jetzt, das Leben von Geger zusammenfasst, also er ist 4 Jahre nachdem geboren worden, wo Venedig zu Österreich gekommen ist und 6 Jahre vorher gestorben, wo Venedig wieder zu Italien gekommen ist. Das heißt, er war, obwohl er Venezianer war, war er Österreicher, obwohl er eigentlich Italiener war. Und das Lustige an ihm ist, er ist eigentlich einer der größten österreichischen Genies und man würde gar nicht auf die Idee kommen, dass er eigentlich Italiener war. Und jetzt kommt die eigentliche Pointe an der ganzen Geschichte. Ich habe da eine Eisenbahnkarte von Österreich, eben aus diesem Buch. Und im alten Österreich war es so, dass der Höchststeuersatz nur 5% war. Das heißt, Kaiser Franz hat regiert, die Eisenbahn ist aus England gekommen und Kaiser Franz hat gesagt, also das ist für mich überhaupt kein Thema. Erstens einmal haben wir kein Geld, zweitens interessiert es mich nicht und drittens fahre ich lieber mit der Postkutsche. Also solange Kaiser Franz gelebt hat, ist einmal überhaupt nichts passiert. Ne? Und dann ist der Franz gestorben, Ferdinand ist Kaiser geworden und auf einmal kommen gewisse Leute drauf, wie zum Beispiel der Herr Rothschild, dass man eigentlich zum Kaiser Ferdinand gehen könnte und ihm sagen könnte, lieber Ferdinand, wir machen dir eine Kaiser Ferdinand Nordbahn, aber du gibst mir das Recht, eine Aktiengesellschaft zu machen und ich mache das. Nicht? Also es war ganz eigenartig, also der Staat hat kein Geld gehabt, aber der Kaiser hat das Recht gehabt, Patente zu kaufen. Und wenn man jetzt damals eine Idee gehabt hat, ist man zum Kaiser gegangen, hat sich das Patent geholt, hat dann eine Aktiengesellschaft machen dürfen. Und auf Basis dieser Aktiengesellschaft hat er das gemacht. Das heißt eigentlich, das ganze Eisenbahnnetz ist vom Rothschild, seinen Freunden und Aktiengesellschaften gemacht worden. Jetzt brauchen wir Eisenbahn. Wo bauen wir die Eisenbahn? Wohin? Und jetzt meine Frage, wer weiß, welche zwei, also wir haben in Österreich 15 Bundesländer gehabt, und welche zwei Hauptstädte waren die ersten zwei, die verbunden waren? Also Wien und Graz oder Laibach und Zagreb? Linz und Linz. Na, Hauptstädte. Ah, ja. Bundesweite Hauptstadt. Also mit einer richtigen Eisenbahn. Mit einer richtigen? Wien, Zagreb, ne? Nein. Wien-Brünn. Wien-Brünn, genau. Und jetzt sind wir wieder dabei. Ne? Also Wien-Brünn. Also der Herr Rothschild baut jetzt diese Eisenbahn und dadurch, dass er auch kommerziell Erfolg haben will, sagt er, ja, ich baue jetzt einmal von Wien nach Brünn, weil das brauchen wir. Ne? Und
eigentlich die ursprüngliche Linie, also dieses Patent, was ich der Rothschild gekauft habe, war von Triest, ne, bis nach Brody. Jesus. Das war eigentlich das Ding. Ne? Und man muss ja auch noch etwas dazu sagen, dass er da Ferdinand den Netterlich als Berater gehabt hat und der hat natürlich sofort erkannt, dass das für Truppenbewegungen das Beste überhaupt ist. Also super ist, dass wir Eisenbahnen haben, super, dass wir das nicht finanzieren müssen und das machen sowieso alle. Ne? Und dann war eben diese Sache, sie haben diese Konzession gehabt und in dieser Konzession waren ein paar Hasenfüße drinnen. Also erstens einmal, sie haben bauen müssen von Triest nach Lemberg, haben aber über die Alpen drüber müssen und haben in dem Vertrag schon rechtfertigen müssen, über die Alpen drüber zu kommen und haben nicht einmal nur gewusst, wo sie es machen und wie sie es machen, weil sie weder Eisenbahner noch sonst was gehabt haben. Ne? Ja, aber dieses Patent hat beinhaltet, dass man eine ziemliche freie Faust hat, wenn man Grundstücke braucht. Also wenn ich jetzt gekommen bin und gesagt, ich brauche das, dann hat man das bekommen. Ne? Und jetzt war das so, dass man hat anfangen müssen, sie haben innerhalb des ersten Jahres haben sie eine Meile fertig haben müssen, sonst hätten wir ihnen die Konzession weggenommen und da war eben dieses bekannte Stück von Wien nach Deutsch-Wagram, von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram. Ne? Und jetzt war das dann so, dass diese Dings und dann sind sie drauf gekommen, naja, also eigentlich, wir müssen nach Brünn auch. Nicht? Und jetzt wird es lustig, Karl-Ritter von Geger hat in Babio studiert und er hat eigentlich, also damals hat man studiert in einer Zeit, wo man jetzt die Matura macht. Und Rothschild war der Meinung, er ist der Beste. Also er hat ihm dann ein Angebot gemacht, er ist Bediensteter gewesen von Rothschild und hat ganz einfach freie Hand bekommen, das zu machen. Und seine Glanzleistung war das sogenannte Brünner Aquädukt, das haben wir da. Und das sieht man, also das ist, muss man sich vorstellen, das ist 1838 gebaut worden. Und man sieht jetzt zwei Sachen. Das eine ist dieser spezielle italienische Stil, ja. dass er ganz einfach als Italiener auch diese Ästhetik gehabt hat. Also wenn man eine Brücke baut, dann muss sie auch hübsch sein. Und er hat eben in die österreichische Eisenbahn diesen römischen Stil hineingebracht, weil er eben ganz einfach das gemacht hat. Aber er hat es auch nur machen können, weil der Rothschild gesagt hat, das ist mein Mann. Und er hat ihm freie Hand gegeben und er hat machen können, was er wollte. Genau. Also der Rothschild ist da draufgekommen. Ja, genau. Und es war zum Beispiel auch so, also die haben, also beim Brünner Aquädukt war das ganz einfach, oder Viadukt war das ganz einfach ganz lustig. Also sie haben, da kommt ja noch etwas dazu, also diese typische Philosophie von Geger war, dass er gesagt hat, ja, man muss bauen, ne? Aber wenn man mal das Niveau hat, dann muss man das Niveau beibehalten. Und aus irgendeinem Grund, aus irgendwelchen ästhetischen Gründen, wollte er den Brünner Bahnhof auf einer gewissen Höhe haben, damit man dann dort in Ruhe aussteigen kann. Und jetzt war das so, dass da eine Senke oder irgendwas, ne? Und er hat gesagt, nein, also er zieht das knallhart durch, die Eisenbahn, also aus ästhetischen, er braucht ein Aquädukt, also das Aquädukt, das muss her, weil das ist das Einzige, was das ausmacht. Ne? Und dann hat eben dieses Viadukt, hat den Brünnern so gut gefallen, dass die Brünner beschlossen haben, den Ritter von Geger zum Ehrenbürger der Hauptstadt Brünn zu machen. Sehr interessant. Was ist mit dem Viadukt heute? Weißt du, was mit dem Viadukt ist? Ja, der ist noch. Ist er noch, ne? Ja. Wir sind uns schon mehrere nachgedacht. Es ist die Bahn von Brünnen nach Meerischweißkirchen. Also in gibt es ein riesengroßes Viadukt. Und da hat man diese Bahn gemacht, die war in einem Jahr fertig. Ja. Und wenn wir diese Bahn in den 70er Jahren renoviert haben oder wollten, die zweigleisig machen, das sind 10 Jahre gemacht. Ja. Ja. Und man sieht ja jetzt auch, also was da jetzt lustig ist an dieser Karte, ist diese vielen, vielen Farben, das sind dann die vielen Aktiengesellschaften. Also es hat da, jeder hat, wenn er eine Idee gehabt hat, hat er von irgendwo, so wie mit einer Lego-Eisenbahn, hat er sich die Eisenbahn machen können. Und da gibt es dann die lustige Sache, dass es den Rothschild und den Sina gegeben haben und die haben teilweise
die gleichen Strecken gebaut und die haben parallel Strecken gebaut. Also man hat da, also der Sinn hat gehabt, die Rabobahn.